ich bin ganz aufgeregt und mega happy, denn ich darf euch jetzt ein ganz tolles neues Angelprodukt vorstellen. Eigentlich sind es zwei Produkte und hier in dem Karton sind sie drin. Und die werde ich jetzt mal runter ans Wasser tragen und dann zeige ich euch, was sich in diesem riesen Karton hier verbirgt. Ist eigentlich gar nicht so schwer wie erwartet. Das hätten wir mal geschafft. Der Karton ist hier unten am Flussufer. Ich habe ja schon eine leichte Vorahnung, was sich hier drin befindet. Deswegen werde ich es mal ganz vorsichtig mit einer Schere öffnen, um nichts kaputt zu machen. Kratze hier nur ganz vorsichtig. Das Klebeband auf. Und im Karton sind noch mal zwei Kartons. Weiter vorsichtig mit der Schere am Klebeband entlang schrappen. Jetzt machen wir den hier mal auf, den kleineren. Ich denke, ihr könnt es schon erahnen. Gutes Stück mal raus. Hier in dem kleinen Karton versteckt sich ein ganz großes Hilfsmittel für uns Angler. Das neue Black Hat Battle Boat, das Belly Boat. Und hier vorne dran der BC 2400 Elektromotor gleich mit dem Set. So, wir machen uns mal ein bisschen Platz und bauen erstmal das Belly Boat auf. Dann legen wir hier mal auf die Seite. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ganz oben drauf liegt das Sitzkissen mit der Lehne. Jetzt kommt hier eine Montageplatte mit einem Haufen Schrauben. Jetzt kommt eine Tasche. Noch eine Tasche. Diese hier hat unten Klettverschluss und zwei Clips. Das werden die Taschen sein für das Angelmaterial an den Seiten. Hier ist noch eine größere Tasche. Die machen wir mal auf. Da ist irgendwas noch drin. Tragegurte. Ein Netz, ein Rutenhalter und das hier ist der mitgelieferte Universal Echolothalter. Den legen wir auch erstmal auf die Seite. Hier ist die Aufnahme dafür. Flickzeug. Da ist ein Ventilschlüssel drin. Kleber und die Flicken, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und noch eine Aufnahme. Eine Alustange, zwei Alustangen. Die werden hier zusammengesteckt. Legen wir auch erstmal auf die Seite. Das Wichtigste mit, die Pumpe. Die machen wir gleich mal auf. Das ist eine Fußpumpe. Die kennt ihr alle. Die werden auch bei den ganzen Schlauchbooten mitverkauft. Ist hier vorne ein bisschen arretiert.
mit dem üblichen Schlauchboot-Anschlussventil auch. Ganz toll, super praktisch. Es passt dann wenigstens auf noch andere Boote. Also die Pumpe ist universell einsetzbar und am Bellyboot ist das gleiche Ventil wie an eurem Schlauchboot zu Hause. Die Pumpe hat hier vorne zwei Aufnahmen. In and out steht drauf. Wir müssen auf die Aufnahme das Ventil aufschrauben, wo die Luft rauskommt. Oben out, der Pfeil, zeigt es euch. Wird es einfach aufgesetzt. Und jetzt holen wir mal das gute Stück hier aus der Verpackung. Denn das gehört ja ins Wasser und nicht in so einen Karton. So, da befreien wir mal das Battleboat aus der Verpackung. Ist ja schon mal Wahnsinn, wie klein verpackt das Teil ist. Wiegt so gut wie überhaupt nichts. Ein Gurt ist dabei, der das Boot schön zusammenzieht, wenn ihr es zu Hause aufbewahrt. So, jetzt klappen wir es mal hier auseinander. Ist ja mega. Als erstes gehe ich jetzt mal hier vorne in die Kammer. Ihr habt hier ein Überdruckventil, was ihr durch Einschieben und Verdrehen öffnet. Luft geht komplett raus. Das Ventil ist jetzt komplett offen. Luft würde also ausströmen, wenn das Boot aufgeblasen ist. Und durch einen leichten Dreher nach links oder rechts schließt. Jetzt ist das Ventil geschlossen und jetzt kommt eure Pumpe dran. Die wird draufgesteckt. Das seht ihr hier an den Zähnen. Die Pumpe wird draufgesteckt, nach rechts fixiert und jetzt könnt ihr schon aufblasen. Ich pumpe jetzt erstmal die linke Seite leicht auf. Ihr seht schon, die nimmt jetzt langsam Form an. Jetzt ziehe ich mein Ventil ab, gehe auf die rechte Seite rüber, pumpe die auch leicht auf. Beide Luftkammern haben jetzt schon gut Form angenommen. Bevor ich jetzt richtig Druck aufs Boot bringe, werde ich im hinteren Bereich meinen Heckspiegel montieren. Das ist ganz wichtig, dass ihr das noch im einigermaßen schlaffen Zustand macht, damit ihr schön da hantieren könnt. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Die Platte, die unseren E-Motor trägt, die ist hier in der Tüte. Das ist die Platte. Und dann sind da noch eine große Querstange dabei und zwei so kleinere Haken. Da braucht ihr jetzt auch ein bisschen Werkzeug. Als erstes wird jetzt die Platte montiert. Innen ist es so leicht geriffelt, hohl könnte man sagen, und nach außen abgeschlossen. Das ist hinten und dieser Bereich hier zeigt zum Bellyboot nach innen, auf die Spitze drauf. Ich montiere jetzt die obere Stange. Unterlegscheiben jeweils eine drauf lassen bei der Montage. Legt euch am besten jetzt die Stange jetzt hier so auf den Boden, da könnt ihr es gut montieren. Jeweils wieder zwei Unterlegscheiben draufsetzen, links und rechts. Und jetzt mit den Schrauben anziehen. Das sind selbstsichernde Schrauben. Die werde auf jeden Fall auch nicht verlieren. Jetzt braucht ihr eine Zange, da werden die nachgezogen. So, die eine Seite ist geschafft. Jetzt kommen wir zur zweiten Seite. Hier kommen die kürzeren Haken zum Einsatz. Diese werden jetzt auch im unteren Bereich, in dem Bereich, wo es scheinbar breiter wird,
wo wie so eine Art Griff dran ist montiert. Die sind später auch drehbar, um die Montage euch etwas zu erleichtern. Ich ziehe sie allerdings gleich fest an, das ist kein Problem. Ich drehe es wieder um, dass ich es schön montieren kann. So, jetzt ist die Montageplatte für den Elektromotor schon so gut wie vorbereitet. So sieht es aus, wenn alles montiert ist. Und diese Haken werden jetzt hinten auf diese Einführhilfen aufgeschoben. Und deswegen ist es wichtig, dass am Anfang das Bellyboot noch ein bisschen drückbar ist und nicht zu viel Luftdruck schon hat. Geh erst unten durch. Setz mir die ein. Das geht ganz gut. Und jetzt werden sie im oberen Bereich eingesetzt. Zack, die ist drin. Und die hier auch. Perfekt. Ging ganz einfach und ganz schnell. So, und jetzt können wir richtig Druck drauf bringen. So, und bevor ich jetzt richtig Druck drauf bringe, montiere ich erstmal den Sitz. Wir haben links eine Schwimmkammer, eine große, rechts eine große Schwimmkammer und in die Mitte eingelassen, seht ihr schon, ist hier diese Sitzfläche. Da kann man natürlich nicht bequem drauf sitzen, bequem drauf angeln. Deswegen kommt jetzt unser Sitz zum Einsatz. Der liegt hier drüben. Hier ist das gute Stück. Da erkennt man auch gleich, wie der montiert werden muss. An der Unterseite sind Klettverschlüsse. Die sind hier im Boden auch eingelassen. Da könnt ihr dann aber später eure Sitzposition auch so ein bisschen selber festlegen. Eine stabile Lehne ist dabei. Und hinter der Lehne ist das Ventil, auch passend auf eure Fußpumpe. Und über dem Ventil, seht ihr schon, haben wir zwei ganz coole Gimmicks versteckt. Nochmal zwei flexible Rutenhalter, in die ihr schön eure Spinnruten oder eure Aktivwälzruten stecken könnt bei der Fahrt oder wenn ihr eine Rute gerade nicht benötigt. Oder auch zum Beispiel euren GoPro-Stab hier reinstecken oder einen kleinen Kescher. So, ich klebe jetzt den Sitz hier vorne ein. Achte darauf, dass ich die Klettverschlussbahnen treffe. Sitz ist drin. Pumpt den Sitz jetzt erstmal komplett auf, eine Pumpe draufsetzen und Abfahrt. So, das schaut gut aus. Pumpe abziehen, Ventil hinten schließen. In der Position ist der Sitz jetzt noch mit seiner Lehne relativ wackelig. Deswegen haben wir hier zwei Spanner, so ein Clipsystem, das kennt ihr auch von einem Rucksack oder von allen möglichen Dingen. Und dann könnt ihr euch ganz bequem beim Angeln, je nachdem wie steil oder wie flach ihr sitzen möchtet, eure eigene Sitzposition festlegen. Auf der anderen Seite machen wir das Gleiche auch. Schaue ich gleich, dass es ungefähr die gleiche Position hat. Und dann ist das schon ready. Jetzt pumpen wir das Boot mal komplett auf, dass es richtig Druck bekommt. So. Ventil abschließen. Da sind wir doch schon mal gut vorangekommen. Das sieht doch schon mal richtig vernünftig aus. So, jetzt gehen wir mal zum Zubehör. Jetzt montieren wir erstmal vorne die Stange mit der Netzablage für eure Angelköder später beim Angeln. Das ist diese hier. Die wird jetzt einfach durch das Netz durchgeschoben. Ich habe da vorne ein schönes Maßband drauf. Zum Wälzemessen wird es nicht ganz reichen, aber um mal schnell einen Hecht, Barsch oder einen Zander abzumessen, ist es optimal. Oder um eure Vorfächer anzupassen auf dem Wasser. Die wird jetzt einfach hier vorne draufgesetzt. Klickt da so ein, das ist gar nicht schwer, zack,
und kann jetzt hier hinten im hinteren Bereich an diesen Ösen eingespannt werden. Zack, da seht ihr, dass ihr nochmal eine schöne Ablagefläche habt, wo auch nichts direkt ins Wasser fallen kann. Ihr ein bisschen Material drauf ablegen könnt, Angelköder, Ballerholz, Handschuhe, Trinkflasche, was ihr auch immer braucht. Das Boot ist jetzt fast einsatzbereit. Ihr habt am Boot zwei Montageplatten, eine links, schon fest auf dem Boot installiert, und eine rechts. Auf die rechte kommt jetzt die Schnellhalterung, die Schnellwechselhalterung, der Schnellwechseladapter für euren Rutenhalter. Da braucht ihr jetzt nochmal einen Kreuzschraubenzieher, setzt da drauf. Mit dem roten Knopf, Druckknopf hier zum Lösen des Rutenhalters nach innen. Könnt ihr ganz toll schnell anschrauben. Der bleibt dann auch immer drauf, der kommt nicht mehr runter. Es sei denn, ihr braucht ihn nicht und der nervt euch beim Angeln. Aber ich finde das ganz cool. Kann ich beim Klopfen meine Rute reinsetzen oder beim Spinnfischen zum Schleppen gehen. Die Schlepprute drin schön fixieren. Oder wenn ihr auf Hecht angelt mit Köderfisch, findet da eure Rute Platz. Hier habt ihr euren Rutenhalter. Ein Rutenhalter auch mit einer Sicherung hinten dran, dass die Rute euch nicht rausfliegen kann, wenn ihr mal einen harten Anbiss bekommt. Der wird jetzt einfach hier oben drauf gesetzt. Der rote Knopf betätigt. Dann gibt er die Sicherung frei. Und jetzt ist er schon bombenfest auf dem Boot drauf. Ihr habt die Möglichkeit, den Rutenhalter in der Neigung zu verstellen. Hier an der Seite habt ihr dafür extra so ein Rad. Könnt ihr euch die Neigung beliebig einstellen. Und jetzt auch hier in der Position seid ihr ganz flexibel. Jetzt ist er bombenfest, kann auch nicht raus. Also eure Rute kann nie weg. Und wenn ihr auf den Knopf hier drückt, könnt ihr dann rausheben und in die beliebige Position euch einstellen. Die Raster hier, die einmal in der Adapterplatte und im Rutenhalter verarbeitet sind, erlauben euch da ganz viele tolle Möglichkeiten. Auf die andere Seite gehen wir mal hier rüber. Habt ihr noch eine Halterung, die bereits fest auf dem Boot angebracht war. Da kommt euer Echolothalter hin. Ihr habt am Echolothalter, der ist universell passend für alle aktuellen Geräte, die es auf dem Markt gibt. Auch natürlich eine Verstellmöglichkeit vom Winkel her. Wir setzen den jetzt erstmal rein. Um den fest auf dem Boot zu arretieren, habt ihr hier vorne diese Splinte. Die schiebt ihr beide auf. Jetzt sind sie beide offen. Und jetzt wird der Echolothalter eingesetzt. Die Splinte werden zurückgeschoben. Und er wird in seiner Position sicher fixiert. Hier im unteren Bereich ist euer Geber. Den könnt ihr auch in der Länge verstellen, je nachdem wie lange es braucht. Und hier ist die Aufnahme für euren Geber. Hier könnt ihr euren Geber dran montieren und habt dann immer eine perfekte Geberfixierung beim Angeln vom Bellyboot aus. Was ihr für ein Gerät auf eurem Bellyboot montiert, ist ganz allein eure Sache. Ich werde mir später ein kleines Garmin Striker 5 montieren. Es hat nicht so einen großen Bildschirm, hat eine perfekte Sendeleistung und auch Wiedergabeleistung. Also da erkenne ich jeden Fisch. Diese Geräte nutze ich ja schon lange beim Wallerangeln. Aber was ihr da montiert, wie gesagt, das bleibt euch überlassen. Die Geberlänge könnt ihr hier an der Seite an den beiden Schrauben nochmal verstellen. Richtig weit ins Wasser runterschieben oder wenn ihr mit dem Bellyboot dann rausgeht, aufs Landes zieht, euch den Geber ein bisschen hochziehen, damit ihr nicht Gefahr lauft, euren Geber da zu beschädigen. Ich ziehe es jetzt mal ganz hoch, das stört mich am wenigsten. Und ihr habt es auf jeden Fall gesehen, was es hier für tolle Einstellmöglichkeiten gibt. Der Clou an der ganzen Geschichte ist noch die frei bewegliche Echolot-Halterung mit ganz vielen kleinen Rastern. Hat mit der Fixierungs- und Feststellschraube hier im unteren Bereich an der Adapteraufnahme überhaupt nichts zu tun. Da könnt ihr euch ganz bequem euren Bildschirm so einstellen, wie ihr ihn haben möchtet. Eine coole Sache. Jetzt kommen wir zu den Taschen. Denn wenn man angeln geht mit dem Bellyboot, braucht man ja auch Angelzeug, Handy, Autoschlüssel, Brötchen, Verpflegung, was zu trinken, alles Mögliche. Und die kommen hier auf die Seite. Drei Taschen sind im Lieferumfang dabei. Oben mit so einem zudrehbaren Verschluss.
der dann auch wieder durch so Clips gesichert wird. Das ist das beste System für Wasserdichtigkeit. So, jetzt geht er mal in den Boden von den Taschen. An der haben wir keinen Klett. Die legen wir mal hier hinten ins Boot, denn da gehört es auch hin. Was die Aufgabe von dieser Tasche ist, zeige ich euch gleich. Und zwei Stück sind dabei mit Klettverschluss und auch wieder diesen Haken am unteren Bereich. Auf welche Seite ihr jetzt die Taschen montiert, das ist euch überlassen, je nachdem, wo ihr welches Taschenmodell haben möchtet. Die beiden Taschen sind unterschiedlich geschnitten. Wir haben eine längliche Tasche, sieht so aus wie ein großer Schuh, wie ein großer Gummistiefel, nach vorne spitz zulaufend, hinten relativ steil abgeschnitten mit einem langen Hals. Diese Tasche setze ich mir hier drüben auf die Seite. Schaut wieder, dass er schön den Klettverschluss unten trefft und klippt euch die Tasche ein. Im hinteren Bereich hier ist auch so ein Clip. Da kommt sie drauf und sitzt jetzt schon richtig sicher. Wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht, wo wir das Bellyboot bei unserem Maker besprochen und geplant haben. Da gebe ich euch jetzt mal hier einen kleinen Einblick ab zu unserem Maker. Also da wurde alles speziell nach meinen Wünschen angepasst, die Accessoires an bestimmten Stellen gesetzt. Ja, also das wurde alles getestet, da wurde nichts einfach von der Stange gekauft. Und genau das gleiche Prinzip trifft auch auf unsere Taschen zu. Ich habe da viel hin und her experimentiert und das Wichtigste beim Bellyboot-Angeln, dass man den Platz, den man hat, ist ja kein Riesenboot, optimal nutzen kann und schön Armfreiheit hat beim Angeln. Und deswegen auch das Taschenkonzept, die Tasche nach vorne hin abgeflacht, damit man Platz hat, sich schön bewegen kann drin und trotzdem viel Stauraum. Ja. Hier passt jetzt alles rein, Handy, Autoschlüssel, Verpflegung, Angelkisten, Angelutensilien, Köder, was ihr mit raus aufs Wasser nehmen wollt. Wenn die Tasche gefüllt ist, dreht ihr sie einfach hier oben zu, klippt sie euch zusammen und euer Zeug ist bestens und vor allen Dingen wasserdicht aufbewahrt. Wenn ihr die Tasche nicht braucht, klippt ihr sie einfach ab. Und packt sie in euer Auto, ja, oder wo auch sonst immer hin. Ich finde die Taschen cool, ich werde sie beim Angeln definitiv einsetzen, weil man ja immer einiges an Zeug dabei hat. Auf die andere Seite kommt jetzt ein anderes Taschenmodell. Ich drehe dazu das Boot jetzt euch mal um, damit ihr es gut erkennen könnt. Die Tasche für die andere Seite ist ein relativ flach gehaltenes Taschenmodell. Auch vorne leicht spitz zugeschnitten. Hier ist noch unser Flickzeug drin. Das brauchen wir aktuell aber nicht. Das Boot ist nämlich dicht. Zack. Und diese Tasche ist die optimale Tasche für eure Boxen. Hier können Boxen rein mit Kunstködern, Boxen mit Haken. Hier die Tasche ist ein richtiges Raumwunder, nimmt richtig Material auf. Die wird hier an der Seite aufgesetzt, vorne an den Haken fixiert. Zack, zack. Und hat eine schöne große Verschlussmöglichkeit oben. Überlappend, ganz wichtig, sonst wird es ja nass innen drin. Und da kommt ihr jederzeit super gut ran. Auch so leicht schräg nach hinten laufend zugeschnitten, dass ihr vorne schöne Bewegungsfreiheit im Bellyboot habt. Um euer Bellyboot auch auf weiteren Wegen optimal transportieren zu können, man hat ja dann nicht immer 5 Hände am Mann. Ja? Man hat 2 Hände, ist es natürlich am besten, wenn das Bellyboot auf dem Rücken sitzt. Und da haben wir extra diese Schultergurte hier mit dabei. Wir drehen das ganze Teil mal um. Hier hinten seht ihr diese Aufnahmen. Die sind für das Rucksacksystem, für die Rucksackgurte da, damit ihr das Bellyboot, es wiegt ja wirklich kaum was, ganz bequem auf den Schultern tragen könnt. Und in der anderen Hand euren E-Motor, zu dem kommen wir ja gleich noch, oder eure Angelrute tragen könnt. Und die Hände frei habt, um andere Ausrüstungsgegenstände zu transportieren. Ist ganz einfach. Wird jetzt einfach hier vorne
eingehangen. Die direkt zulaufende Polsterung bis zum Haken oben. Die unteren Haken beide unten in einer Öse. Jetzt habt ihr hier vorne noch schon einen schönen Brustgurt. Der kann das Ganze dann zusammenziehen, wenn ihr es tragt. So, jetzt setzen wir es mal auf. Zeige ich euch mal, wie einfach das dann zu transportieren ist auf dem Rücken. So, ein Gurt hoch, zweiten Gurt rum, den Rucksack. Sitzt gut. Jetzt habt ihr hier im vorderen Bereich euren Bauchgurt dran. Den könnt ihr direkt auf euren Brustumfang anpassen, zumachen. Zwei Hände frei und wirklich federleicht auf dem Rücken. Und ihr könnt auch weitere Strecken ans Wasser problemlos laufen. Die dritte Tasche, die im Lieferumfang enthalten ist, die Tasche ohne Klettverschluss unten, ist eure Schutztasche, entweder für die Ausrüstung, hauptsächlich gedacht aber für eure Batterie zum Antrieb des E-Motors. Die kommt hier in den hinteren Bereich vom Bellyboot, extra dafür gemacht, dass die hier perfekt reinpasst. Und da könnt ihr dann die Batterie, um euren E-Motor, den BC2400, anzutreiben, schön sicher und auch wasserdicht verstauen. Das Battleboot von Black Cat hat eine Länge von 1,70 Meter und eine Breite von 1,13 Meter. Das komplette Gummimaterial ist 0,7 mm stark und an der Unterseite haben wir eine Gummistärke von 0,9 mm verbaut, weil das Boot in diesem Bereich auch am meisten mit beansprucht wird. Hier haben wir auch extra noch Verstärkung, einen sogenannten Ramm- oder Prellschutz im unteren Bereich. Wenn ihr das Boot mal übers Ufer zieht, über Kiesfelder, beim Ein- und Aussteigen an der Steinpackung, an den Stellen, wo es am meisten beansprucht wird, haben wir es nochmal extra mit so einem Rammschutz, mit so einem Aufprallschutz verstärkt. Genauso auch an den Unterseiten hier, wenn ihr das Bellyboot aufstellt, findet ihr auch nochmal ein verstärktes Gummigewebe, was das Bellyboot optimal schützt. Die Sonne geht jetzt langsam unter. Das Unboxing des Black Cat Battleboats hat doch mehr Zeit in Anspruch genommen, als ich erwartet hatte. Aber es gibt halt ganz viele unzählige Gimmicks an diesem Boot, die ich euch gerne ausführlich erklären wollte. Morgen früh, wenn die Sonne wieder aufgeht, werde ich euch auf jeden Fall die Funktion und Montage des Elektromotors, des BC2400, erläutern, der übrigens mit einer Fernbedienung bedient werden kann. Also ihr habt beim Bellybootfahren die Hände frei und braucht auch überhaupt keine Kraftanstrengung und könnt euch voll und ganz aufs Angeln konzentrieren. Wir sehen uns morgen früh. Hi, ich begrüße euch zur Fortsetzung unseres Black Cat Battleboat Unboxings. Wie ihr seht, habe ich das Boot nicht mal gestern Abend abbauen müssen. In den geräumigen Kofferraum passt es problemlos im aufgebauten Zustand rein. Bei der detaillierten Vorstellung des Black Cat Battleboats ist euch sicherlich aufgefallen, dass wir überhaupt keine Paddel am Boot montiert haben. In der Testphase und auch nach der Rücksprache mit mehreren sehr, sehr erfahrenen Bellyboot-Anglern, die das nahezu täglich machen, mit so einem Teil hier unterwegs zu sein, wurde uns bestätigt, dass man Paddel eigentlich beim Angeln überhaupt nicht braucht. Diese Stören, die sind überflüssig, deswegen haben wir auf Paddel verzichtet, denn wir haben ja unseren leistungsstarken Antrieb, der uns kräftesparend an jeden Angelplatz bringt. Es wird aber in naher Zukunft auch ein sehr umfangreiches Zubehörprogramm für das Black Cat Battleboat erhältlich sein. Darin findet ihr dann auch ein Paddelset, sofern ihr es benötigt, was ihr selber am Boot an den Plätzen, wo euch die Paddel am besten passen, montieren könnt.
So, und jetzt kommen wir zum Unboxing von unserem BC 2400 Elektromotor. Ich bin gespannt. War super sicher verpackt im Karton. Hier kommt er raus, das gute Stück. Es sind zwei Tüten. Einmal eine Tüte, da ist ein Bausatz zum Anbringen der Schraube enthalten und einmal der E-Motor selber. Ihr erkennt da schon, wie schön kompakt der ist und federleicht. Hier ist noch eine Bedienungsanleitung dabei, die euch alle Infos zum Motor näher bringt. Das könnt ihr euch aber auch ganz entspannt dann zu Hause ansehen. Es ist ein 12-Volt-Motor. Hier unten mit den Batterieklemmen gleich inklusive. Alles schon vorbereitet, damit ihr starten könnt zum Anklemmen an eure Batterie. Der Motor hat eine Schubkraft von 24 Lips und ist ein wahres Leichtgewicht. Also der wiegt keine 4 Kilo, könnt ihr ganz bequem auf einer Hand hier rumjonglieren. Hier ist alles dran zur Tiefeneinstellung des Motors hinterm Bellyboot und auch zum Winkel, wie er geneigt sein soll. Das geht rucki zucki. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch von anderen E-Motoren. Mit dem roten Knopf könnt ihr hier den Neigungswinkel verstellen. Alles super verarbeitet, macht einen tollen Eindruck. Hier oben im Motorkopf, finde ich eine ganz coole Sache, ist eure Fernbedienung für den Motor versteckt. Da ist immer gut aufgeräumt, man verliert sie nicht. Das kommt ja öfters mal vor, wenn man unterwegs ist, will starten und die Fernbedienung vom E-Motor liegt zu Hause auf dem Schreibtisch. Aber hier ist immer gut aufgeräumt, findet hier oben im Motorkopf ihren Platz. Ist wie so ein Sicherungsmechanismus auch verarbeitet, dass er jetzt nicht rausfallen kann. Da muss man schon stärker ziehen. Es ist ein Band dabei, um die Fernbedienung sich um den Hals zu hängen. Und nochmal hier dieses Sicherungskabel. Da kann man die Fernbedienung an einem Kleidungsstück oder am Bellyboot selbst fixieren. Das Tolle an dem E-Motor ist, er ist natürlich nicht nur fürs Bellyboot gedacht. Dafür ist er gemacht, aber ihr könnt den E-Motor natürlich auch an eurem Schlauchboot einsetzen, an jedem möglichen Boot hinten dran. Und es gibt auch in der Zubehörliste noch eine Pinne, die am E-Motor montiert werden kann. Und dann könnt ihr den E-Motor auch ganz bequem manuell mit der Hand steuern, wenn euch das am Schlauchboot lieber ist. So, jetzt montieren wir mal die Schraube. Hier in der kleinen Tüte ist der Splint, der ist ganz wichtig, damit eure Schraube auch in die richtige Richtung dreht. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt entfernen wir hier vorne den Gewindeschutz, setzen den Splint hier vorne ein, schieben jetzt die Schraube mit der Splintfixierung auf den Motor drauf, dass die Schraube schön einrastet, und gehen jetzt mit unserer Motorsicherung vorne aufs Gewinde, ziehen diese an. Hier braucht ihr nicht mal Werkzeug, das geht rucki zucki, dass ihr Druck hat, und könnt sie jetzt noch mal ein bisschen nachziehen mit dem Schlüssel hier, super fest. Die Schraube ist sicher montiert und jetzt können wir den E-Motor am Bellyboot anbringen und endlich mal aufs Wasser rausgehen. Der BC 2400 hat 7 Geschwindigkeitsstufen. Diese werden alle über die Fernbedienung hier von euch eingestellt, je nachdem, wie schnell ihr unterwegs sein möchtet. Hier vorne wird der Motor an der Fernbedienung aktiviert. Hier sind eure Geschwindigkeitsstufen. Und über den Startknopf, den Aktivierungsknopf auf der Fernbedienung, könnt ihr den Motor auch jederzeit wieder ausschalten, wenn ihr abrupt stehen bleiben möchtet. Die anderen Knöpfe auf unserer Fernbedienung des E-Motors sind aktuell nicht belegt. Wir nutzen die Geschwindigkeitsstufen und
den An- und Ausschalter des E-Motors an der Fernbedienung. Am E-Motor selbst haben wir auch noch einen An- und Ausschalter für den Motor. Der befindet sich hier an der Unterseite des Kopfes. Und dann kann es schon losgehen. Der BC2400 E-Motor fährt nur in eine Richtung. Wir lassen uns also beim Angeln rückwärts von dem Motor in den 7 bereits vorgestellten Geschwindigkeitsstufen ziehen. Daher ist es wichtig, wenn ihr den Motor auf eurem Bellyboot montiert, dass die Schraube zum Bellyboot hin zeigt und der Kopf mit dem Einschub für die Fernbedienung zu eurem Rücken zeigt. Ihr schraubt zur Montage die Motorhalterungsschrauben hier hinten auf, bis sie über den Spiegel passen. Das stellt ein bisschen die Neigung des Motors erstmal, dass ihr ihn schön am Boot montieren könnt. Ich zeige euch jetzt hier auf dem Trockendock nochmal, bevor wir jetzt aufs Wasser gehen, den Anschluss der Batterie. Ihr klemmt die jetzt hier an den passenden Polen an. Schaltet dann euren E-Motor am Kopf ein. Wenn ihr ihn eingeschaltet habt, gibt er mehrere Pieptöne von sich. Motor ist jetzt aktiviert, scharf geschaltet. Jetzt aktiviert ihr auf eurer Fernbedienung den Schalter, wo das Schraubenzeichen drauf ist, den On-Knopf. Hat wieder gepiepst. Und wenn ihr jetzt auf Plus drückt, geht's schon los. Das ist die erste Geschwindigkeitsstufe. Das zweite Mal auf Plus drücken. Die zweite, die dritte, die vierte und so weiter. Und wenn ihr direkt stehen bleiben möchtet, wieder auf den Knopf drücken, wo die Schraube abgebildet ist. Der Motor hält sofort an. Wenn ihr jetzt wieder den Schraubenknopf betätigt, also fahren möchtet, startet der Motor wieder auf der Leistungsstufe, auf der ihr zuvor den Motor ausgeschaltet habt. So, jetzt bringen wir unser Bellyboot ins Wasser. Wir verpacken unsere Batterie in dem dafür vorgesehenen Batteriesack und fahren mal eine Runde. Also wie ihr erkennen könnt, es ist wirklich ein Leichtgewicht, unser Battleboat. E-Motor ist montiert und ich kann es ganz problemlos hier vorne ins Wasser reinheben. Fernbedienung hänge ich mir um den Hals und sichere die gleich irgendwo. Jetzt kommt die Batterie hinten in den Batteriesack und kann sicher wasserdicht verstaut werden. Jetzt klemme ich die Batteriekontakte drauf. Jetzt schiebt ihr euer Bellyboot ein bisschen in tieferes Wasser. Lasst schon mal den Motor runter, stellt euch die Tiefe des Motors ein. Hier oben, das ist eure Feststellschraube. Hier, die könnt ihr öffnen, dann rutscht der Motor durch. Ich stelle mir jetzt beide fest. Jetzt könnt ihr euch schon vorne auf euer Bellyboot draufsetzen. Klappt hier das Netz zur Seite. Oh, herrlich. Ziehen wir noch die Flossen an. Die Flossen nutze ich hier zum Lenken, während der E-Motor mich in die Richtung zieht, wo ich angeln möchte. Jetzt kommt vorne die Stange wieder drüber. Ich fixiere das Netz wieder über mein Bein als Ablage. Schalte jetzt den E-Motor am Kopf ein. Fernbedienung on und Abfahrt. Alter Vater, geht da die Post ab. Also wie ihr seht, sitzen wir ganz toll aufrecht hier im Bellyboot. Man kann sich super bewegen, man sitzt schön weit oben. Wir haben hier extra beim Black Hat Battleboot eine höhere Sitzposition angestrebt. Hat absolut eine super Bewegungsfreiheit. So, jetzt aktiviere ich meinen Motor. Und ab geht die Post. Die Flossen kommen jetzt dabei bei der Zugfahrt
aus dem Wasser von raus. Ich drehe jetzt die Flossen leicht auf die linke Seite. Dann mache ich eine enge Kurve. Macht echt einen Heidenspaß. Hier über die Fernbedienung kann ich jetzt perfekt meine Geschwindigkeit anpassen. Egal, was ich gerade vorhabe. Ich schalte den Motor jetzt mal aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel aktiv auf Welsangel klopfe oder Vertikalangel, lasse ich mich hier treiben. Bin jetzt gerade auf dem Fluss unterwegs, da treibe ich jetzt schön gemütlich mit der Strömung Strom ab. Wenn ihr auf einem See unterwegs seid, sucht ihr euch ein paar tiefe Bereiche, fischt die ab und fahrt dann zum nächsten Spot. Wenn es wieder weitergehen soll, geben wir mal Vollgas hier. Ach, ist das herrlich. Ich habe den Motor jetzt mal komplett ausgeschalten und bewege mich nur um den Flossen. Da könnt ihr auch ganz einfach das Bellyboot antreiben. Aber warum sich anstrengen, wenn es doch viel einfacher geht? Und Abfahrt. Seht ihr, wie einfach das alles ist? Wir sind schön schnell auf dem Wasser unterwegs. Mit den Flossen könnt ihr perfekt die Richtung variieren, also auch engere Kreise fahren, während der E-Motor euch zieht. Kurz vorm Ufer schalte ich den E-Motor aus. Wenn ich das Bellyboot wieder verlassen möchte, klappe hier vorne mein Netz hoch. Bewege mich noch ein bisschen, bis ich festen Boden unter den Füßen habe. Kann ganz bequem jetzt aus meiner Sitzposition aufsteigen. Klappe meinen E-Motor hoch, dass er keinen Steinkontakt hat. Ich hoffe, die Vorstellung, das Unboxing vom Black Hat Battleboat und dem BC 2400 E-Motor hat euch gefallen. Ihr findet auch Spaß dran am sehr flexiblen Angeln mit so einem Bellyboot. Ich hole jetzt mein Angelzeug und starte direkt ins Abenteuer. Das seht ihr dann im nächsten Video.